Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich habe das Gefühl, je mehr ich Golf auf dem Platz beobachte, dass das allgemeine Wissen über die Golfregeln immer schlechter wird. Und da rede ich über alle Golfer, alle Handicaps. Und ich rede über ganz normale, wichtige Regeln. Nicht die ganz komplizierten Dinge, ist der Ball 1 Zentimeter im Aus oder nicht. Nein, ganz wichtige Regeln wie Penalty Areas, Erleichterung, wie man den Ball droppt, etc. In diesem Video möchte ich dir wichtige Fälle erklären, was falsch gemacht wird und was richtig sein sollte. Und ich brauche deine Hilfe. Könntest du vielleicht unten in den Kommentaren Beispiele aufschreiben, wo du der Meinung bist, dass Golfer besser Wissen von den Regeln haben sollten? Und diese Fälle werde ich hier auf Golfen mit Freude veröffentlichen. Ich werde erklären, wie die Dinge richtig gemacht werden. So, viel Spaß beim Schauen. Am Ende dieses Videos werde ich erklären, was ich mit diesem Ball tun sollte. Der liegt auf einem Hemmnis. Ich kriege Erleichterung. Aber wo genau sollte ich droppen? Hier ist doch eine schöne grüne Fläche. Da könnte ich droppen, oder? So, bleib bitte bis zum Schluss. Vielleicht wird die Antwort dich überraschen. Leider passiert es unerfahrenen Golfern oft, dass sie während des Probeschwungs den Ball berühren. Aber was macht man dann? Die meisten denken, dass sie den Ball spielen müssen, wie er dann neu liegt. Nein, stattdessen denkt daran, den Ball wieder zurückzulegen, wo er ursprünglich lag, und den Schlag von dort aus zu machen. Es gibt dafür einen Strafschlag. Schaue, ob du diesen typischen Anfängerfehler sehen kannst. Ja, ich habe beim Ausholen den Sand berührt. So, nicht nur beim Stand, auch während des Schwunges den Sand nicht berühren, weil sonst bekommst du 2 Strafschläge. Die Auspfosten können oft im Weg stehen. So, die Frage, darf man den Pfosten entfernen, damit man richtig ausholen kann? Leider nicht. Dafür gäbe es eine Strafe. Stattdessen musst du leider seitlich rausschlagen oder den Ball für unspielbar erklären. Gehört dieser Ball mir? Ich darf ihn doch aufheben, um das zu sehen. Leider ist das gar nicht gestattet. Bevor du deinen Ball identifizierst, musst du ihn markieren. So, stecke ein Tee-Feuer in den Boden ein. Dann darfst du schauen, der Ball dein Ball ist. Was ich jetzt mache, ist gar nicht erlaubt. Während dieser Probeschwünge verbessere ich meine Lage. Ich haue dadurch das Gras hinter dem Ball weg. So, bitte nicht deine Lage verbessern, bevor du den Schlag gemacht hast. Wenn ich Anfängergolfer frage, was der Unterschied zwischen einem roten und gelben Penalty Area ist, dann wissen sie meistens die Antwort nicht so genau. Bei Rot gibt es 4 Möglichkeiten und bei Gelb gibt es 3 Möglichkeiten. Ich werde dir jetzt zeigen, was üblich ist bei Rot und was üblich ist bei Gelb. Bei Rot müsst du als erstes schauen, wo der Ball ins Wasser geflogen ist, also wo hat der Ball die Wasserlinie überkreuzt. Von diesem Punkt aus darfst du 2 Schlägelängen nicht näher zur Fahne mit deinem Driver, mit dem längsten Schläger in deiner Tasche messen. Und dann wird der Ball innerhalb dieser 2 Schlägelängen nicht näher zum Loch gedroppt. Bei Gelb ist es so, dass du wieder schauen musst, wo der Ball reingeflogen ist. Und dann auf der Verlängerung der Linie Fahne Kreuzungspunkt darfst du beliebig zurückgehen und den Ball kniehoch droppen. In beiden Fällen bekommst du einen Strafschlag. Folgendes ist leider auch eine typische Verletzung der Golfregeln. Der Ball wird leider ins Wasser geschlagen. In diesem Fall ist es eine rote Penalty Area. Und jetzt ist die Frage, wo genau sollte man den Ball droppen? Und ja, sehr viele Golfer schauen, wo der Ball in der Penalty Area landet. Also in diesem Fall, wo der Ball im Wasser geplatscht ist. Auf der Höhe
wird der Ball innerhalb zwei Schlägelängen gedroppt. Und wir wissen jetzt, dass das falsch ist, weil was ist richtig? Wir müssen den Kreuzungspunkt finden, wo ist der Ball ins Wasser geflogen, und von dort aus muss der Ball innerhalb zwei Schlägelängen gedroppt werden. Jetzt zum Schluss. Folgende Fehler sehe ich bei vielen Golfern, auch bei erfahrenen Golfern. Ich mache fast alles richtig. Ich suche den nächstgelegenen Punkt mit dem Schläger, mit dem ich den nächsten Schlag machen werde. Das ist das Sandwich. Und dann messe ich eine Schlägelänge von diesem Punkt aus mit meinem längsten Schläger, mit meinem Driver. Aber leider ist das total falsch, weil das war nicht der nächstgelegene Punkt. In diesem Fall ist der nächstgelegene Punkt im Busch und ich muss da droppen, wenn ich Erleichterung bekommen möchte. Das wäre in diesem Fall ganz doof. Die beste Variante hier wäre, den Ball vom Weg zu spielen, vielleicht mit dem Putter.